Herzlich willkommen zurück zur fünften Folge unseres aktuellen My Little Pony Plays. Wir sind inzwischen in irgendeinem Pilzwald unterwegs und hoffen da diesen Stein wieder damit irgendwelche Dinge zu tun, um diese Spinnen zurückzutreiben. Schauen wir mal, wie es läuft. Viel Spaß damit. Also, ihr macht euch auf den Weg, erstmal aber in die Stadt des Agaricus-Waldes. Genau. Die drei zu Fuß unten und ihr oben fliegt direkt dahin oder fliegt ihr erst zurück oder? Ich würde halt so fliegen, dass wir uns mit den anderen dreien dann irgendwo am Eingang treffen oder so. Ihr kommt eigentlich irgendwelche negativen Auswirkungen, dass wir hier den Schmetterlingsstaub einatmen? Nein. Also ihr merkt nicht sozusagen irgendwas Negatives oder sowas. Ihr kommt am Stein, an der Stadt an und seht die ersten kleinen Pilzwesen, also die ersten kleinen Agari auf euch zukommen und euch bewundernd anschauen. So, was ist das? Ihr versteht die aber nicht. Also die unterhalten sich anscheinend, machen irgendwelche Geräusche, wie gerade im Hintergrund, sowas hört ihr jetzt auch, als Unterhaltungsgeräusche. Und ihr versteht nichts und sie schauen euch fasziniert an und stehen dann vor euch. Ihr anderen zwei, die geflogen seid, könnt dann landen und dazukommen. Das machen wir auch, ja. Naja, ich bleib knapp über dem Boden schweben, wie gehabt. Grüße. Okay. Hallo. Es sind inzwischen so 5, 6 verschiedene kleine Agari-Wesen. Also so klein, die sind, scheinen vielleicht noch junge Agari zu sein. Die näher kommen, aber auf Distanz bleiben, also dann halt so stehen bleiben und weiter miteinander reden und gestikulieren und also die scheinen wirklich über euch zu reden und... Wir sind Ponys im Auftrag von Amberfohlen unterwegs, könnt ihr uns zu eurem Ältesten bringen? Sie schauen ein bisschen verwirrt hin und her, weil sie auch nicht verstehen, was ihr sagt. Ihr seht, dass von hinten ein... etwas größerer Agari behäbig rankommt. Ist etwas dicklicher, etwas runder am Bauch. Ein weißer Pilz mit einem braunen Hut und so gelblichen Lamellen unten. Mit einer kleinen Brille auf dem Kopf. Der bewegt sich auf euch zu. Aber relativ langsam. Scheint wohl ein älterer Pilz zu sein. Ich kann ihm auch entgegenlaufen. Wenn die Kleinen mich lassen. Ja, ja, die gehen dann tatsächlich so ein bisschen zur Seite, weil ganz so geheuer ist ihnen das nicht für sie. Okay, dann laufe ich dem Großen nochmal entgegen und sag dann nochmal Grüße, wir sind im Namen von Amberfohl unterwegs. Ihr seid Pony. Und ihr seid Agari? Ja, wir sind Agari. Also er redet mit euch, also den versteht ihr anderen auch. Ja, wir sind Agari, die Bewohner dieses Waldes. Wir haben schon lange keine Ponys mehr hier unten gesehen. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, warum wir hier sind, aber ein Pony namens Evenlight hat uns hierher geschickt. Evenlight, ja. Sie hat Umberfohl gegründet damals. Oder war daran beteiligt. Lebt sie noch? Keine Ahnung. Das muss ja jetzt schon über tausende Jahre her sein. Ja, die waren auch wahrscheinlich 1000 Jahre in Stein verwandelt. Und sie hat uns euch hierher geschickt. Wieso hat sie euch denn hierher geschickt? Weil der Arcast sein Licht verloren hat. Der Arcast hat sein Licht verloren. Habt ihr den dabei? Ja. Vielleicht. Sorry. Packen doch mal also aus. Ich wollte helfen. Ihn dabei. Zeigt den mir mal. Nur zeigen. Wir hatten den. Bubatz hat den, oder? Bubatz. Nee, ich hab den Großen habe ich, glaube ich, eingesteckt. Ach, den Großen hast du eingesteckt, stimmt. Ja, ja, genau. Den Großen hat er eingesteckt. Ich lass den mal rausschweben. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Die Arkas. Weil er so dunkel ist. Ja, weil das dunkel ist. Er sollte eigentlich. Ich glaube, der von Umberfohl war weiß. Der sollte weiß und hell leuchten. Ja, Moonbeam habe auch schon gemeint, dass hier die Magie weg ist.
Irgendwas stimmt hier nicht, seit die Spinnen eingefallen sind in die Stadt. Also unser Arcast leuchtet noch. Ihr habt auch vielleicht können wir ja tauschen. Wir können nicht einfach so tauschen. Es gibt 4, die sehr wichtig sind für diese Gegend. Wie passiert sowas, dass der sein Licht verliert? Hatte er Kontakt mit Incidira? Ja, bestimmt. Das erklärt einiges. Nee, eigentlich nicht. Aber die stand davor. Vielleicht hat stand die davor, ja. irgendwas gemacht. Mit dem roten ja. Pony stand die da rum. Oh, Alethea. Was haben die zwei zusammen zu tun? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ihr könnt mich übrigens Brick nennen. Mein Name wäre zu umständlich für eure Sprache. Brick. Kannst du ihn trotzdem kurz sagen? Nein. Das würde zu lang dauern. Brick. Mann, schade. Brick. Kannst Rainbow zu mir sagen. Okay, Rainbow. Ja, das ist gar nicht gut. Kommt mal mit. Bringst du uns zu deinem Arkenstein? Er führt euch zu einer großen Pilzhalle, nenne ich es jetzt mal. Also in so einem Pilz, wo unten der halt ausgehöhlt ist. Und da seht ihr tatsächlich auch eben einen, so einen Behälter, wo ein Arken, jetzt sage ich auch schon Arkenstein, ein Arkast drin ist, der gelb leuchtet in dem Fall. Sind da auch Erinnerungen gespeichert? Da ist das ganze Wissen gespeichert von unserem Wald. Die Geschichte Obertz. Und die Magie. Das Obertz. Ein Stichwort. Die sind sehr wichtig. Die gab es schon, bevor Umberfohl entstanden ist. Und, also weit davor. Und sie sind wichtig, um diese ganze Magie hier unten konstant zu halten. Ihr müsst diesen Stein wieder reinigen. Ja, das ist ja klasse. Warum tut ihr euch das eigentlich an mit den Magie und den Steinen hier unten? Oben an der Oberfläche gibt es genug Magie. Wir leben hier, es ist unsere Heimat, unser Zuhause. Ja, aber ist ja nicht sonderlich bequem, wenn ihr ständig hier um Angst um die Steine leben müsst. Wir haben an sich keine Angst um den Stein. Ja, schauen wir mal. Also die Königin ist gerade hier, die Königin Incidiara ist gerade irgendwie auf dem Vormarsch. Vielleicht kommt die bei euch dann auch mal vorbei. Das glaube ich nicht. Unser Stein ist stark. Kann ich, wenn keiner herschaut, einmal kurz mit der Zungenspitze den Stein berühren? Nein. Warum nicht? Die passen auf hier, die Pilzchen. Aber Bubatz ist schnell, wenn er will. Ja, ich mache einen Körperwurf. Dann machen Körperwurf. Und ich habe ja auch meine Schatten-Dunkelrock-Ding an. Mhm, okay. Du würdest das Ganze also stimmt. heimlich machen. Bubatz hat keine Rüstung an, er ist viel schneller als jeder andere von uns. Stimmt. Ja, aber ich habe nur 1 gewürfelt. Entschuldigung, nein, du schaffst es nicht. Also du hattest so einen Plan, dich so rein, so ganz sneaky da hinzuschleichen, dann fällt dir halt auf, dass das Ding hier so wie auf einem Platz einfach so auf dem Präsentierteller steht. Da ist nichts mit sneaky, das ist so, ihr seht mich nicht. Und da stehen so 10 Pilzmännchen vor dir. Darf mein Kumpel euren Stein auch mal berühren? Der ist oft. Sein Traum ist es hier, der Loremaster von Umberfohl zu werden. Wir können darüber reden. Ihr müsst ihn dann tatsächlich sogar anfassen, wenn ich euch helfen soll. Das kostet aber einiges an Vorbereitung und zudem könntet ihr uns in dieser Zeit vielleicht behilflich sein. Och Mann, ey, schick uns doch jetzt irgendwo anders hin, ey. Wir rennen schon Wir haben doch keine Zeit, die warten oben auf uns. Die Spinnen sind oben, wir müssen uns beeilen. Wir helfen euch irgendwann anders. Aber die Vorbereitung. Kann hier in der Höhle keiner seine eigenen Probleme lösen. Kann ich nicht einfach diesen Stein berühren? Nein, so einfach geht das nicht. Wenn ihr wegschafft, geht das einfach. Es ist nur eine Kleinigkeit. Ihr habt doch diese Schleime gesehen, die Pilze zerstören. Der Schmetterling, der hier alles am Leben erhält oder repariert. Ja, der ist ein bisschen... Ja. Das ist ein Schmetterling. Was erwartest du von einem Schmetterling? Ja, er ist groß. Der Schmetterling. Und er repariert hier alles. Sehr groß. Also auf jeden Fall müssen wir dieses Schleimproblem lösen. Wenn wir das Schleimproblem
wenn ihr das lösen könntet, könnte ich euch helfen und mit dem ganzen Wissen versorgen, dass ihr wisst, was ihr mit dem Arkast machen müsst. Oh Mann, ey, und dann müssen wir trotzdem noch loseiern und den sauber machen. Das ist alles so kompliziert. So zeitaufwendig, wir hätten doch mal aufs Klo gesollt. Also, Uwe, dir fällt auf, du könntest tatsächlich so langsam mal Pipi machen. Du bist im Pilzwald. Such dir einen Pilz. Aber einen, der nicht rumläuft. Das ist, heißt es, wir müssen den Schmetterling beseitigen, damit der Schleim sein Leben verliert, oder wie? Nein, der Schmetterling ist doch gut, der Schleim ist böse. Der Schleim ist böse. Die Vermutung liegt nahe, es sind keine Schnecken, es ist ein Schleim. Die Vermutung liegt nahe, dass es irgendwo einen großen Schleim geben muss. Oh Mann, ihr könnt mal eine Geist. Es gibt immer einen großen Schleim. Aber die haben doch genau so ein endoplasmatisches Reticulum, das man durch Osmose austrocknen kann. Ich sehe, du bist der Wissenschaft sehr zugeneigt. Dann würdest Was habe ich gesagt? Keine Ahnung. Dann würdest du wissen, dass dieser Schleim unbeliebt ist und nur ein Schleim ist. Ja, noch besser. Kein schlechtes Gewissen. Ihr dürft aber tatsächlich jetzt mal eine Geistprobe machen. 3. Ob ihr ein bisschen was zu schleimen wisst. Ich habe fast meine komplette geistige Kapazität ausgeschöpft. Also wenn es explodiert, dann darf man mit dem nächstgrößeren Würfel weiterwürfeln. Ja, dann darfst du mit dem nächstgrößeren Würfel weiterwürfeln. Wissenschaft. 14. 14 7. und 12. Über Bubatz kommt keiner drüber. Und 3. Okay, also Pinky, Schleim. Ja, scheint ätzend zu sein, hast du gesehen. Puh, mehr, keine Ahnung. Hoover, du weißt, das wisst die anderen beiden dann natürlich auch, dass das eben keine wirkliche Form von Lebewesen ist, sondern ein unbelebtes Ding. Also mit das ist so Magie und Chemie und Alchemie, die da irgendwie so funktioniert und halt wegätzt. Die anderen zwei, ihr wisst, ihr habt tatsächlich schon mal was über Schleime gelesen. Vielleicht in Tunnel und Trolle oder in irgendeinem anderen coolen Chemiebuch oder sowas. Dass Schleime, die ihr gesehen habt, sind sogenannte kleine Schleime. Und es gibt wohl meistens dann auch in der Nähe einen großen Schleim, der die sozusagen am Leben erhält. Und diese großen Schleime haben einen Kern. Wenn der raus aus diesem großen Schleim ist, zerfällt der einfach zu einer Pfütze. Und die anderen Schleime auch. Yo, Brick, hast du so einen großen Schleim hier irgendwo rumschleimen sehen? Nein. Aber vielleicht in der Halle, wo die Schleime im Westen, da geht es in eine Höhle oder in mehrere, also ein kleines Höhlennetz wahrscheinlich. Wenn, dann wird er sich da aufhalten. Von da kommen diese ganzen kleinen Schleime und fallen in den Wald ein. Also vielleicht schaut ihr schnell dahin, ob ihr irgendwas ausrichten könnt und ich kümmere mich um die Vorbereitung, um euren Arkast zu reinigen. Ja, naja, Pinky wollte da rüberfliegen eben. Ja, gucken, okay. Gucken, ob da ein großer Schleim ist. Darüber und ich muss sagen, also so langsam kann ich Rainbows Meinung wirklich sehr gut verstehen. Wir bringen Pinky noch auf die dunkle Seite der Ponys. Waren jetzt einfach zu viel Tunnel. Ja, jetzt müssen langsamer Trolle kommen. Ich kann ihm was von meiner Wutpflanze geben. Oh ja, gib sie ihm. Nein, ich bin ein freundliches Pony. Was für eine Wutpflanze? Hast du davon was eingesteckt? Ja, nein. Das habe ich off Character gesagt. Ich würde sie natürlich heimlich unterschmuggeln. So, trink mal einen Schluck hier, bitte. Ja, Hoover, komm, dann flieg mal da rüber und mach den Kern da raus. Was ist? Was rufst du? Ich bin gleich wieder da. Wie gerade in der Baum. In dem Pilz, meinst du? Pilz. Pilzbaum. Pass auf, dass du dir keine Pilze einfängst. Also würdet ihr das machen? Und ich bereite hier alles vor. Ja. Na klar. Mach's doch gleich fertig, Pilzmann. Hast du noch irgendwas gegen die kleinen Schleime? Schaut mal, ich habe aber was anderes, was ich euch mitgeben kann. Er holt 3 so kleine Beutel raus und sagt, das ist Sporenstaub von dem Schmetterling. Dadurch könnt ihr
Wunden heilen. Ja, yeah. Ein Beutel für uns, Rainbow, und ein Beutel jeweils für Hover und Pinky. Ja, ist ja okay. Also kurz Off-Geschichte sozusagen, da ist eben dieser Sporenstaub drin, und der verleiht sozusagen die Begabung, also für eine kurze, für eine Heilung so in der Richtung, die Begabung heilende Berührung mit einem W6, wodurch ihr dann sozusagen den anderen heilen könnt. Das heißt, wenn jetzt Pinky Dash, Rainbow Death und Bubatz jeweils so ein Säckchen nehmen, der Hover kann das ja sowieso mit einem W6. Genau. Okay. Deswegen erkläre ich euch, dass ihr wisst, was das ist, wie ihr es am sinnvollsten einsetzt. Ihr müsst es auch jetzt nicht nehmen, das nehmt ihr dann bei Bedarf, könnt ihr dann auch nicht nehmen, wenn ihr es nicht braucht, jetzt aktuell sozusagen. Nur, dass ihr wisst, was ihr da gerade gekriegt habt. Mhm. Das können wir in die Mische reinpacken, Bubatz. Wenn wir doch schnupfen, oder? Ich würde das alles in eine Mische reintun und gucken, wie das dann knallt. Oh Mann. Vielleicht wird dein Geist dann auf kosmischer Maße erweitert. Seid so durch. Wer geht jetzt Richtung Dings? Ja, ich gehe da Richtung Dings. Richtung Schleim, meinst du? Ja, ihr kommt doch eh mit, oder nicht? Bleibt ihr ja, da? Ja, müssen wir ja. Also, los geht's. Aber wir können doch da nicht mit, wenn die da hinfliegt. Wir sind doch viel zu langsam. Ja. Na, ihr könntet galoppieren. Ihr wärt dann zwar nicht ganz so schnell, vor allem nicht in diesem Wald, weil ihr da immer ein bisschen zickzack den Pilzen ja ausweichen würdet, aber könntet hinterher, wenn ihr das wollt. So ein kräftiges Erdpony. Na ja, gut, dann galoppieren wir da hinterher. Also, gut, ich galoppieren kann. Ich bin schon ewig nicht mehr galoppiert. Ich bin nicht gemacht für körperliche Anstrengungen. Ja, verstehe ich. Also? Fliegen wir vor? Und schauen mal, wo dieser Schleimbatzen ist, damit der Pilzmann auch seinen Frieden findet. Also der Pilzmann geht auch gleich, schart die ganzen kleinen Pilze und geht in diesen, hier in dem Raum sozusagen, bereitet irgendwie, holt Sachen, keine Ahnung, wuselt hier rum im Verhältnis in dem Fall. Zu vorher, wie er sich bewegt hat, er versucht hier gerade wirklich irgendwie, weil er schon weiß, dass das eben sehr wichtig ist und dass er da alles jetzt machen muss. Und ihr geht rüber zur Höhle. Ihr kommt an der Höhle an. Also an dem Höhleneingang. Ihr seid dieser Spur sozusagen rückwärts gefolgt. Dahin, wo ihr die Schleime gesehen habt, seid weitergegangen. Da wird es auch tatsächlich immer mehr. Also da sind mehr von diesen kleinen Schleimen. Und ihr seht dann eben eine Höhle, die sich, ein Höhlengang, der sich öffnet in der Wand. Ja, dann mache ich meine Lampe an und gehe halt mal vor, laufe aber vielleicht so, dass jemand anders an mir vorbeigucken kann, denn nicht, dass da wieder irgendwie ein Loch ist und ich falle irgendwo fast runter oder trete auf was drauf oder so. Also ihr lauft rein und, oder ihr fliegt rein oder? Wenn man fliegen kann, dann fliege ich vor mit der Lampe. Ja, es ist relativ hoch, ihr könntet fliegen tatsächlich. Ja, dann wird geflogen. Gut, dann müsst ihr aber trotzdem bitte einen Körperwurf machen, weil da tropft Schleim von der Decke. Ja, und Bubatz und Rainbow sind aber auch mit dabei, oder? Oder noch nicht? Aber auf die würde ich. Wenn ihr auf uns gewartet habt, dann sind wir dabei. Ich würde auf euch warten. Ich will jetzt nicht ohne euch dabei. Sind wir dabei. Okay, dann wartet ihr, bis die anderen da seid und geht dann rein. Ihr zwei könnt ja trotzdem reinfliegen sozusagen. Ja. Die anderen zwei laufen. Dann brauche ich von euch allen aber eine Körperprobe, weil wie gesagt, das tropft hier von oben und unten ist auch am Boden schon Schleim. Ich hab doch noch diesen Regenbogenschirm, den ich von Dingsbums gekriegt habe. Dann brauche ich von dir trotzdem von eine. Dann also kannst eine Körperprobe? Ja, weil du musst zumindest aufpassen, dass du nicht reintrittst. Das ist halt leichter für euch beide unten. Zwei. Vier. Okay. Ich hab eine vier. Okay. Drei. Gut. Gelingt euch allen, um den Boden sozusagen auszuweichen, da nicht in die Pfützen zu treten von dem Schleim. Und ihr werdet auch von oben nicht getroffen, entweder weil ihr einen Schirm habt oder gerade unter einem von euren Pegasi-Freunden lauft oder halt ihr oben aufpasst, dass ihr nicht genau in die Tropfen reinfliegt. Ihr könnt, Operation lebendes Schutzschild. Ihr könnt rein. Ihr seht, dass rechts ein Gang weggeht, ein etwas breiterer Gang, der, was ihr so von hier aus sehen könnt, in einer Höhle endet. Und ihr seht nach vorne drei schmälere Gänge, die weggehen.
Ja, nehmen wir den großen, oder? Wenn wir sehen wir da irgendwo eine Schleimspur, wo also die wo vermehrt viel Schleim ist? Hier, wo ihr seid, gerade am Anfang ist relativ viel Schleim. Nach vorne geht auch Schleim weiter, aber weniger. Und an der großen Hülle ist eigentlich kein Schleim. Ja, wir müssen wohl dahin, wo viel Schleim ist. Ja, wir sollten der Schleimspur folgen. Der dicken, ja. Dann geht ihr nach vorne, in welchen der drei Gänge? Oder ja, wollt wo ihr... der Schleim rauskommt. Naja, also es sind ja vorne drei schmale Höhlen, wo überall, also Gänge, wo überall Schleim ist, nur weniger als hier vorne. Und in dem aber großen auch, Gang ist nichts. Aus allen drei Gängen vor uns kommt Schleim. Ja, es sind halt Schleimflecken zu sehen, so in der Richtung. Aber aus dem großen nichts und aus den anderen beiden aber schon. Also aus dem großen sehr wenig. Da würdest du jetzt gerade nichts ausmachen können. Vielleicht müsstest du da weiter reingehen. Können uns auch aufteilen, dann können wir mehr Schaden anrichten. Was ist denn das für eine Logik? Ja, also in derselben Zeit können wir dann mehr Schaden anrichten. In drei unterschiedlichen Gängen. Wir sollten zusammenbleiben. Das haben wir doch bei Tunnel und Trolle gelernt, niemals die Gruppe zu spalten. Wir haben es noch nicht mal gespielt. Aber das steht im Regelwerk drin. Hast du es doch gelesen? Also, naja. Ich bin so stolz auf dich. Wir wollten es doch spielen, da habe ich es mir durchgelesen. Ja, mir ist es wurscht, wir können es auch aufteilen, wir können auch zusammen, dann gehen wir halt zusammen die Gänge ab, bis wir diesen Schleim dann fangen wir doch links an, oder? Genau, dann atmen wir das von links nach rechts durch. Also ihr geht jetzt ganz links in den schmalen Gang rein. Hast du das richtig verstanden? Ja. Ihr lauft da durch, so ungefähr 20, 30 Meter lang ist dieser Gang, also es ist nicht so lang und ihr kommt dann hinten wieder raus und merkt, dass diese drei schmalen Gänge alle hier hinten enden. Wow. Und könnt weiterlaufen. Ja, der Gang würde so eine Biegung machen und in einer Höhle enden. Wenn ihr wollt, könnt ihr da reingehen. Ja, ich fliege mal ein bisschen hoch rein. Mit meiner Lampe, jetzt um die schön auszuleuchten, die Höhle, dass jeder sieht, was da so drin ist. Ihr seht eine Art Tümpel, die voll ist mit einem großen Schleim. So. Stromschlag aufs Zentrum. Vorsicht, aber ätzend. Ich fliege ja. Pass auf, nicht, dass es rumspritzt. Dann würfel mal. Ja, eine Eins. Du schleuderst einen Stromschlag auf diesen großen Schleim. Du hast es ja jetzt noch nicht so oft gemacht. Dieser Stromschlag löst sich, inzwischen ist er aktuell gelb, also ist nicht mehr blau wie vorhin, löst sich, trifft aber nicht den Schleim, sondern die Schleimpfütze, auf der er sitzt oder in der er sitzt. Und es gibt wirklich so einen richtigen Schleimflug sozusagen, also so eine Explosion und der Schleim spritzt raus. Die anderen drei müssen bitte mal einen Körperwurf machen. Die den Schirm schnell vor. Kannst du machen, dann ist er erleichtert, der Wurf. Das heißt, du hättest mit dem höheren würfeln dürfen. Ich hab 9. Das ist trotzdem nur eine 3. Also, Bubatz, ganz easy. Alles easy cheesy. Man läuft hier einfach mal einen Schritt zur Seite, dann geht es schon. Die anderen zwei müsst da schon ein bisschen deutlicher springen. Und mit einer 2 erwischt dich tatsächlich ein kleiner Schleimtropfen am Fuß. Nein! Also am Huf. Oh, aber tatsächlich zu deinem einerseits Glück am Huf, er macht da nicht, also du merkst keine Schmerzen, keine wirklich körperlichen Schmerzen, aber es ist an deinem Huf. Und du hast gesehen, was dieser Schleim mit Pilzen macht. Hat jemand Wasser? Ich muss jetzt sofort abspülen. Oh Gott, es ist an seinem Huf. Ja. Sorry. Nicht ablecken. Nicht ablecken. Huf hat sich lecken. Aber
Nein. Nimm deinen Stock, was machst du denn jetzt da rum? Ich habe noch Rationen dabei. Ich nehme da, ist bestimmt auch ein Wasser dabei. Ich schütte ihm das über den Hut. Mhm. Ihr habt tatsächlich Rationen, also auch was zu trinken dabei und könntet das über den Huf schütten und ihn wieder rein sauber waschen. Ich würde jetzt lachen, wenn es kein Wasser wäre, sondern ein Limo wäre oder so. Nein, das ist in dem Fall Wasser. Dein Huf sieht aus wie neu. Aber nochmal, wer weiß, ob das der Huf so einfach mitmacht nochmal. Ach danke, Rainbow, du bist einfach der Beste. Oh Gott, was hätte ich ohne dich gemacht? Ich merk's dir einfach fürs nächste Mal. Pinky, was war das denn hier? Seit wann schießt du mit Blitzen um dich? Ja, das habe ich neu gelernt, aber ich kann es nicht so ganz kontrollieren. Ich wollte eigentlich da den Kern da treffen. Ja, pass mal auf. Ich habe voll die gute Idee. Wir kreuzen die Strahlen. Wir kreuzen die Strahlen? Ja, ich mache Betäubungsstrahl und du machst, was auch immer das ist. Stromschlag. Wow. Aufs Zentrum. Okay, ja, finde ich eine gute Idee. Ich konzentriere mich nochmal. Jetzt wird's was. Der Bubatz zählt von 3 runter. Was kann man mit Freundschaftspunkten machen? Würfel aufwerten? Geht das? Nee, aufwerten nicht, nee. Ah, okay. Gut. Du kannst mit einem dann nochmal neu würfeln. Mit 2 könntet ihr einen automatischen Erfolg festlegen. Mit 3 könntet ihr die Geschichte verändern. Ah, so war das. Ich würfel mal. Das heißt, mit einem kann ich das dann wiederholen, wenn es jetzt wieder eine 1 wäre. Oh, eine 4 explodiert. Mensch, hätte ich mit 3 Freundschaftspunkten die Geschichte so verändern können, dass die Pilze von Anfang an gesagt hätten, wir müssen das nicht machen. Nein. Aber vielleicht also, mit 6. Vielleicht. Das wäre teurer geworden. Also 5 habe ich. Ich hab doch gar nicht gezählt. Was hattest du, Rainy? Eine 3. Okay. Also, tatsächlich schlagen eure beiden Strahlen in diesen Schleim. Wir müssen noch warten, bis Bubatz gezählt hat. Ach so, stimmt. Bubatz hat nicht gezählt. Und dann gemeinsam. Die 3 Sekunden, um ein Stück zurückzufliegen in Deckung. Sehr gut. Vor allem die Hufe. Zieh die Hufe an. Zwei. Freunde, macht euch bereit. 1. Go. Jawohl. Timing-Splitz. Jo, geil. Also, ihr trefft diesen Schleimwürfel, Basenhaufen. Der Betäubungsstrahl schlägt ein. Ob der jetzt eine Wirkung hat? Puh. Es hat sich jetzt nicht großartig bewegt in dem Fall, der Schleim. Das ist ein Betäubungsblitz geworden. Also der Teil vom Betäubungsblitz, der die Betäubung ausmacht. Beim Elektrostrahl, also beim Blitz, der schlägt ein. Du siehst, dass er wirklich diesmal trifft. Er schlägt auch tatsächlich in diesen Kern ein. Der Kern verschiebt sich zum Rand, aber ist noch in dem. Dann muss ich nochmal nachsetzen. Ich versuche ihn telekinetisch rauszudrücken auf der anderen Seite. Mhm. Ich blitz nochmal drauf. Ich blitz nochmal drauf. Oh, wieder eine 4. Geil. Ohne 5, 9. 9. Also wenn ich jetzt wirklich mit beiden Würfeln gewürfelt habe, mit Geist und mit dem W6 für den Dings, da habe ich eine 8 und eine 5. Was nehme ich dann jetzt? Die 8. Die 8. Und dann würfel ich quasi nochmal. War der 8, der ein 8, W8 sozusagen. Ja. Ja, dann darfst du den sowieso nochmal würfeln. Okay. Also den 10er dann. Das ist eine 9. Okay. Also ihr schafft es mit vereinten Kräften und der Hilfe der Magie, der Freundschaft und allem und der Liebe und was weiß ich was, dem Regenbogengedöns. Also ihr schafft es auf jeden Fall tatsächlich. Der Blitzschlag schießt sozusagen diesen Kern, drückt ihn sozusagen raus und du kannst ihn dann, wolltest du ihn durchdrücken oder rausziehen? Ja, ich würde tatsächlich sagen, eher an der dünnsten Stelle rausdrücken. Okay, ja, deswegen rausdrücken, dein Strahl kommt von vorne und da muss es durch den ganzen Ding durch. Ich würde sagen, du versuchst ihn hinten dann rauszuziehen, so in der Richtung. Du hast dich so leicht seitlich gedreht und versuchst ihn dann
Wenn es so besser klappt. Rausgehen. Ja, ich glaube schon, weil sonst müsstest du durch den ganzen Schleim drücken. Das könnte dann schwieriger sein, wobei das mit dem Wurf wahrscheinlich auch schon völlig egal ist. Ihr schafft es auf jeden Fall, dieser Kern fällt raus, fällt zu Boden, zerbricht und der Schleim zerfällt zu einer Schleimpfütze. Der müsste sich doch jetzt verflüssigen, hat er gesagt, oder? Der zerfällt zu einer Schleimpfütze, okay. Hab ich gesagt. Also okay. Der sackt so in sich zusammen. Nice. So machen wir das. Zu diesem Kern hingehen und den Kern berühren. Passiert nichts. Dann stecke ich mir was von dem Kern ein. Kannst du den ganzen, also ja, halt die zwei, drei Teile sind so groß zerbrochen, kannst du einstecken, wenn du magst. Würde ich einstecken. Wär's doch noch zum Alchemisten. Schaust du dich da noch um? Da vorne? Na klar, wenn ich schon mal da bin, dann schau ich mir ja gleich um. Soll ich einen Geisteswurf machen? Ja, bitte. Ich sehe gar nichts. Okay. Leute, kann ich wieder rauskommen? Ja, ist alles erledigt. Hätte sich jetzt auch nicht verstecken müssen. Also, es geht ja an die Skill. Bevor das nochmal auf meinen Hof geht? Ich hab's jetzt voll raus. Wir sind ein gutes Team, der Rainy und ich. Wir machen das alles. Sonst noch jemand was tun? Sonst könnt ihr, seid ihr hier erst. Hubert, hast du da vorne was gefunden? Nein, hier ist nur der Kern, Jungs. Wir können wieder gehen. Ja, jetzt. Hoffentlich hat der andere da. Mir reicht's jetzt in dem Bums hier. Das ist alles. Zieht sich so ewig. Wenn wir uns nachher müssen wir jetzt noch irgendwo hin oder müssen wir zu den anderen drei Steinen da wackeln, ey. Na klar, so läuft es doch. Nee. Ja, lass unseren Hakenstein einfach aufladen und dann wieder heimgehen. Ja, so langsam. Auch genug. Ich guck mal, ob ich was zu essen. Ich esse mal was. Ich bin gerade hungrig, glaube ich. Oh ja, okay. Stimmt. Ich hab auch noch jetzt ein wahrscheinlich durchgeweichtes Bällchen in der Tasche. Ihr könnt dann auch noch, bevor ihr geht, noch eine Geistprobe machen. Könnt ich auch essen. Noch mal. Isst du was von deinem Gras? Ich esse alles. Ich hab Hunger. Ich esse auch ein bisschen, ja. Ja, dann darfst du auch noch mal eine machen. Meine Lüge ist schon wieder taub. Was ist denn das, ey? Das ist eine Katze. Du verträgst das Klima in der Höhle. Nee, ich weiß auch nicht. Ich hab eine 5 gewürfelt. Aha. Jetzt habe ich eine 7. Aha. Eine 3. Okay. Die 2 ab 5 aufwärts. Ihr seht, dass da noch am Rand dieser Schleimpfütze noch was liegt. Ey, da vorne funkelt was. Was ist das denn? Geht jemand hin von euch? Ja. Du siehst da ein Halsband liegen. Boah, ist ein rotes von der roten Dingsbums. Pass auf. Hier. Ey, hat von euch jemand ein Halsband verloren? Nee, Mann. Ein Halsband? Hebst du es auf? Ja. Du merkst, das ist ein magischer Gegenstand, ein magisches Halsband. Okay. Was es genau ist, kannst du nicht sagen, aber... Wie sieht es denn aus? Sieht aus wie so ein Hundehalsband. Hundehalsband? Ja, also für dich zum Verständnis. Wie so ein Hundehalsband halt. Steht da ein Name drauf? Mhm. Ist also kein Dogtag dran oder sowas? Nee, ist kein Dogtag dran, aber sieht aus, als ob jemand für was auch immer das Halsband war, das gern hatte und wie gesagt, das ist magisch. Jungs, ich glaube, das ist magisch. Will das mal jemand anprobieren oder so? Ja, probier du es mal an. Hä? Ich leg mir doch jetzt nicht irgend so ein Zeug um den Hals, sag mal. Das ist magisch, Mann. Ja, umso schlimmer. Es ist zu klein für einen Ponyhals, kann ich gleich sagen. Oh, vielleicht kannst du es dir um den Fuß binden. Als Fuß. Nimm's doch mal mit und frag diesen Brick. Vielleicht weiß der, was das ist, bevor wir das jetzt hier irgendwo... Verstehst du? Ja, gut. Ich steck's ein. Okay. Wieso ist Pinky immer so langweilig? Vorsichtig. Ich muss nicht an allem lecken und ich muss auch nicht alles irgendwie gleich irgendwo drüber ziehen und anziehen und... Ich glaube, die haben Pinky gebrochen einfach. Der muss raus hier, der muss wieder Himmel sehen. Ja. Es Pinky ist... muss wieder... Freiheit haben hier. Diese Dunkelheit macht mich auch fertig. Es ist einfach hier nicht so cool. Also ihr geht wieder zurück. Mhm. Zum raus, Brick. Raus aus der Höhle, zurück in den Wald. Ihr seht, wenn ihr rauskommt, dass die Schleime, also das sind nur noch Schleimpfützen da, wo wahrscheinlich mal ein Schleim war, sozusagen.
und könnt den Weg zurück nach Agarica laufen, ohne irgendwie Schleimhindernisse oder irgendwie sonstige Unterbrechungen. Und kommt in Agarica wieder an der Halle der Rituale, wie sie heißt, wo ihr sozusagen mit Sprick geredet habt. Hey, Brick, bist du fertig? Ja, es ist alles vorbereitet. Das habt ja. ihr das Problem mit dem Schleim lösen können? Na klaro. Ja. Wirklich? Ja. Denkst du denn? Easy. Super. So, dann, hast, dann du kommt... hast du ein Haustier verloren? Hä? Ich zeige ihm mal. Deine Katze gefressen? Nein. Wieso? Du zeigst mir, das ist ein magisches Halsband. Ja, für kleine Tiere. Anscheinend ist da ein Zauber drauf. Ich könnte mich schlau machen. Was genau? Fordert ein bisschen Auseinandersetzen mit diesem Objekt. Und dann sitzt. Ich glaube, wenn es lang dauert, dann lieber nicht. Dann kommt doch lieber und lasst uns um den Akas kümmern. Ich glaube, das Halsband solltet ihr einstecken und später anschauen. Mhm. Er enthüllt diesen Schmelztiegel und das ist alles vor... Also dieser Schmelztiegel ist dieser Korb sozusagen, wo denen ihr Arkas drin ist. Und sagt dann, also jetzt müsst ihr unseren Arkas anfassen. Es gibt insgesamt 4 Arkas, den ihr habt. Unseren im versunkenen Tempel müsste noch einer sein und bei den Spinnen. Spinnen haben auch einen. Die Spinnen haben auch einen. Deswegen haben sie die Magie, um die anderen Arkas zu verderben. Ich habe das Ding angefasst, noch bevor sie den Satz zu Ende gesprochen hat. Okay. Das war aber keine schlaue Idee, den Spinnen auch einen zu geben. Habt ihr nicht nachgedacht, oder? Also Justus, du, also Bubatz, du darfst schon mal eine Geistprobe machen. Ihr müsst ihn anfassen, damit ihr versteht. Ja, das letzte Mal hat mir ja der Kopf gebrummt. Muss ich das unbedingt machen? Ja. Ich glaube, mein Loremaster-Kumpel kann mir das dann auch erklären. Also. Ich hab eine 8. Okay. Du merkst, wie das ganze Wissen des Agaricus-Waldes, der Agari, in dich hineinfließt. Und inzwischen weißt du, was auf dich zukommt und kriegst keine Kopfschmerzen mehr davon. Würfelt noch jemand? Will noch jemand? Ich weiß nicht. Müssen wir das machen? Was lohnt sich das? Ihr wisst schon, Friendship, Magic und so eigentlich. Ja gut, ich lang dahin. So, und okay. Hab ne, ja, geil, eine 2. Es ist, okay, du kannst ja bei den anderen anpassen, aber du kriegst nochmal 2 Ausdauerschaden. Aber verstehst es auch. Und ihr kriegt einen gewissen Satz oder Satzteile, nee, es ist ein Satz, den ihr sehr präsent vor euch spürt, die ihn anfassen. Sicher und geborgen, ein Heim wird sein, wenn Liebe und Frieden dort sind, rein. Und wenn ihr den verinnerlicht habt, diesen Satz und dieses ganze Wissen um den ganzen Wald und so weiter in euch aufgenommen habt, seht ihr, wie aus dem gelben Arkast eine Welle an Licht ausgeht und in euren Arkast reingeht und der anfängt, heller zu werden? Mhm. Wird er komplett hell oder nur ein bisschen? Heller, nicht komplett hell. Er ist jetzt sozusagen nicht mehr schwarz, sondern dunkelgrau. Wir müssen jetzt doch den vom Tempel und von den Spinnen irgendwie auch... Wir müssen aus dem Tempel. Oh, Pinky, du hattest recht. Siehst du, es ist genau so eine Scheiße wieder. Jetzt können wir sag's doch. Es hat damit angefangen, dass ihr den Drachen nicht in den Schrank gestopft habt. Aber Rainbow, du wolltest doch in den Tempel. Ja, aber weil ich das wollte. Nicht, weil der Pilz jetzt sagt, dass wir das müssen. Das ist der Unterschied. Gut, das heißt, du willst nicht mehr in den Tempel. Doch, kann aber nicht für... Kann ich dafür 3 Freundschaftspunkte ausgeben? Dass ihr nicht mehr in den Tempel müsst? Ja. Dass der Hakenstein aus dem Tempel zufällig ans Wasser, ans Ufer geschmissen wurde. Nee, komm, ich will noch in den Tempel.
Na gut, dann gehen wir halt in den Tempel. Aber wir müssen wir auch noch zu den Spinnennesten. Ja, da kannst du ja dann gucken. Oh nee, ey, Freunde. Wie kommen wir denn zu dem Tempel, Rick? Ihr geht zurück da, wo ihr hergekommen seid und springt aber dann... Aber der Krabbe rechts müssen wir das beim Tempel. Ihr springt dann ganz fest in die Luft und dann werdet ihr hineingesaugt in den Tiefquell. Wie funktioniert denn das? Der hat uns doch rausgespült. Mhm. Ich sehe schon. Ja. Probiert's aus. Es wird funktionieren. Müssen wir, wie ist denn das mit Wasser atmen? Müssen wir nochmal trinken? Der wirkt, ich habe keine Ahnung, was in den Regeln steht, aber wir wollen es jetzt nicht komplizierter machen, als es ist. Der wirkt einen Tag sozusagen. Gut, das ist gut. Moonbeam auch an den Arcast gefasst. Die hat hingelangt tatsächlich, ja, aber ich habe nicht gewürfelt, fällt mir gerade ein. Trottel. Wieso ist sie ein Trottel? Nein, ist sie nicht. Ach, Mondschein. Ich will meine Steine behalten. Ja, die kriegt keinen Schaden. Sehr gut. Wir müssen noch zu den Spinnen, da habe ich ja gar keinen Bock. Also ihr macht euch das auf dem Weg zurück mit den Eindrücken, mit euren Sporenstaubbeuteln, die ihr noch habt, mit eurem Halsband, mit eurem heller gewordenen Arkenstein, mit Wissen über ein Zuhause. Entschuldigung, shit. Sprick hat euch noch gesagt, dass ihr eben zu allen drei anderen Arcasts müsst und euch diese Sätze sozusagen holen müsst und die Magie aus den anderen Steinen. Was versetzt ihr denn? Ja, das wäre diesen Freundschaft und ohne Verderben, dann wird der Stein leuchten werden oder so. Gut, dass ich da nicht hingefasst habe. Das klingt ja... Oh. Und wenn ihr den Spruch sozusagen zusammen habt und der Stein wieder heller leuchtet, also hell leuchten wird, dann müsst ihr ihn in den Schmelztiegel in Umberfol setzen und diesen Spruch aufsagen. Das tötet dann alle Spinnen? Nein. Ja, aber die sind... So das funktioniert Spinnen, das machen wir da, was machen wir dann gegen das Spinnenproblem? Naja, dieses Fest feiern. Dieses Fest feiern, dann kommen die Spinnen nicht mehr rein. Wollen wir denn das Fest feiern, wenn die Stadt in Spinnenhand ist? Seht es nicht. Abwarten. Ich verstehe es auch nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Wir gehen jetzt zum Tempel, Jungs. Bei Pinky ist das aber nicht so schwer, dass was keinen Sinn macht. Das stimmt, das ist bei mir nicht so schlimm. Ja. Das hält mich nicht ab, sonst könnte ich... Das macht alles immer sowieso keinen Sinn. Aber naja. Und wissen wir überhaupt, der Tempel, den haben wir ja schon gesehen, aber wo ist, diese Spinnengedöns? Wo findet man denn den Stein von den Spinnen? Das ist ja in irgendeinem Spinnen... Hubertz kann sich mal überlegen, ob er das nicht noch alles weiß, weil er hat jetzt Wissen von verschluckt. Drei Arcas in sich aufgenommen. Also er weiß eigentlich, wie man zu den Spinnen kommt. Ich weiß, wie man zu den Spinnen kommt, Freunde. Toll. Hubertz weiß, wie man zu den Spinnen kommt. Wir können entweder... Ah, das erzähle ich euch später, wenn wir soweit sind. Also geht ihr jetzt Richtung Tempel. Das heißt, ihr geht zurück dahin, wo ihr hergekommen seid, wo ihr in dem Wald gelandet seid. Ja, springt ganz fest in das Wasser. Springt ganz fest in die Luft und ihr merkt auf einmal, wie unter euch sich ein Pilz erhebt und euch sozusagen durch die Barriere durchschleudert. Und ihr seid im Tiefquell. Hier müsst ihr tatsächlich ein Stückchen schwimmen, weil ihr seid ja in dem Tunnel, wo der Sog eigentlich in die andere Richtung geht. Krabi ist nicht da? Krabi ist nicht in dem Tunnel. Er war sehr groß und sehr breit. Er hat euch nicht umsonst an diesem Ende rausgelassen. Erstens, weil er nicht rausgeschleudert werden wollte und zweitens, weil er halt, es ist ein bisschen enger für ihn gewesen dann. Schade. Ich muss jetzt nochmal nachfragen, Freunde, weil ich habe es noch nicht verstanden. Also wir schwimmen jetzt zur Krabbe, dann gehen wir zum Tempel. Und dann leuchtet unser Arcas da ein bisschen heller. Und dann müssen wir zu den Spinnen. So, das ist ja schon mal ein Problem. Dann müssen wir da irgendwas machen. Das wird wahrscheinlich auch nicht einfach so gehen. Und selbst wenn wir das alles geschafft haben, dann müssen wir diesen Arcas in Amberfold platzieren, wo jetzt alles spinnenverseucht ist. Ja. Und dann sind die Spinnen ja aber trotzdem noch nicht weg. Ich hab's auch nicht verstanden. Und dann müssen wir noch das reicht ja noch nicht. Wir müssen ja dieses Lichtfest auch noch feiern. Dieses Leuchtefest. Ja, genau. Wir müssen das feiern, wenn da überall diese Spinnen rum. Ja, eben. Habe ich doch gerade gesagt. Ja. Nee, verstehe ich nicht.
Aber das heißt, ihr habt es auch nicht verstanden. Okay, gut. Das ist auch ein Problem für später. Da können wir uns später drum kümmern. Ja, ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Sonst werde ich hier noch irre in der Höhle hier. Und ich glaube, in der Spinnenhöhle ist auch keine Spinne mehr, weil die sind jetzt alle in Amberfall. Das könnte natürlich stimmen. Das könnte sein, ja. Aber meinst du, die lassen ihren Stein zurück? Weiß nicht, wir haben Dunkelröcke. Damit könnten wir uns vielleicht heimlich reinschleichen. Also ich glaube ja, die dicke Königin hat den Stein einfach gefressen. Mhm. Weil nur mit Arkast-Magie kann man Arkast verdunkeln. Ich muss den dabei gehabt haben. Und warum? Das hat der Pilz gesagt. Warum kann die das einfach so? Ja, weil sie ihn gefressen hat wahrscheinlich. Ja, aber wir müssen hier zu jedem Stein laufen und die kann das einfach so, ist doch auch irgendwie unfair, oder? Ich sag ja, den Spinnen den Arkast zu geben, war eine ganz dumme Idee. Da haben wir einfach nicht nachgedacht. Mhm. Ja, so wenn du das ich jetzt sagst. Ich denke nie jemand nach. Und dann kommst du wieder, oh, ich habe Probleme. Oh, ja, so Ponys. Die können wir fragen, die lösen unsere Probleme. Weil wir können das alle nicht selber. Ja. So, jetzt gehen wir erstmal zu in den Tempel, bevor mir ein Ader im Kopf platzt. Müssen wir die Krabbe finden. Den Krabbenbro. Rainbow, willst du nicht nochmal ein bisschen was von dem Saft nehmen? Nein, ich will jetzt wütend sein. Willst du ein bisschen was vom... Von der Wutpflanze? Habt ihr die eingesteckt, nein, oder was? Nee, was? Da kommen wir doch in der Festung nochmal vorbei. Dann nehme ich einen ordentlichen Biss davon. Es gibt mir die Kraft. Ihr habt da wirklich die Spinnen genommen. Ich weiß nicht. Scheinbar haben sie vielleicht irgendwas mitgenommen, ja. Okay, gut. Lass uns zum Krabbenfreund gehen. Dann nehmen wir diese zwei Quallen, dann machen die auch noch schön rot und dann werfen wir die auch noch nach Amberfall. Flip und Flap. Flop, ja. Oder? Am besten machen wir alle rot. Dann können sie sich alle gegenseitig beseitigen. So groß war die Pflanze jetzt auch nicht. Der Pubatz hat bestimmt eine Methode, wie wir hier die Wirkung verdoppeln können. Können wir jetzt erstmal zu dem Tempel gehen? Ja, bitte. Schwimmen. Ihr seht irgendwann, wenn ihr aus dem Tunnel dann rausgeschwommen seid und hitzige Diskussionen geführt habt, weil es ein bisschen länger natürlich eben, wie gesagt, dauert, weil ihr gegen den Strom schwimmt, wie vor dem Eingang, also nicht so weit entfernt auf jeden Fall von dem Eingang zum Tunnel, Mr. Krabs gerade so seinen täglichen Krabbengeschäften nachgeht und ein bisschen hier am Boden so rumwühlt und... Das ist tägliches Krabbengeschäft. Ja, tägliches Krabbengeschäft. Er hat eine Burgerbude. Hey, mit Geld. Hey, Mr. Geheimformel. Mr. Krabs. Moneten. Ach, da seid ihr ja wieder. Ja, es ging dann doch ein bisschen schneller. Kannst du uns rüber zum Tempel bringen? Wir wollen uns den jetzt doch nochmal angucken. Na klar. Setzt euch drauf. Mhm. Ich bringe euch rüber. Ihr kommt an dem Tempel an. Kannst du den uns auch noch aufmachen, Mr. Krabs, oder? Nein, ihr seht so eine kleine, runde Öffnung an dem Tempel oben. Kreisrunde. Dann schwimmen Kommst wir da mit? Einfach rein. Ja, genau. Kommt der mit? Ist verschlossen. Also die Öffnung ist verschlossen. Es ist so eine Platte, sozusagen eine Runde. Boah, kannst du die uns hochheben? Du bist doch voll stark. Nimm einfach mal deine Zange und mach den Deckel da auf. Ich kann es versuchen. Also das ist voll cool. Versucht da das rauszuziehen. Ich versuche ihm zu helfen. Mit Telekinese. Mhm. Ich feuer ihn an. Also er hebt euch den Deckel raus, tatsächlich. Von diesen runden Steindeckel. Und legt ihn daneben. Ja, Mann, ey. Weißt du, dich mag ich echt. Weißt du? Alle anderen, für alle anderen muss man überall hin und das ist ein echter Freund, weißt du, der macht einfach mal auch einfach sowas für einen. Ne? Der packt an, ne? Ja, genau, das ist nicht noch irgendwie, die müssen so ein Schleimchen und ich habe noch ein Problem. Hey Pinky, hm? Kannst du Mr. Krabs nicht fragen, ob der uns beim Kampf gegen die Spinnen dann helfen will? Wie will der denn da rauskommen? Guck dir mal an, wie riesig der ist. Der kommt doch, du kannst also durch dieses Löcher, durch das Loch ist auch viel zu eng da oben. Vielleicht können wir die Spinnen alle da reinlocken. Oh, wir locken die Spinnen ins Wasser. Also die sind so dumm? Ja, das sind Spinnen. Machen. Können Spinnen-Arkast hier unten deponieren, dann haben sie keinen mehr. Oder muss der da bleiben? Das ist dann der Krabben-Arkast. Was ist dann der Krabben-Arkast? Krabben-Arkast. Lieber Mr. Krabs als bei den Spinnen, oder? Mhm.
Ja, dann lass uns mal in den Tempel schauen. Vielleicht geht das jetzt schon mal in den Tempel. Zügig. Ihr schwimmt durch die runde Öffnung in den Raum, der darunter ist? Ja. Ihr seht, dass es da einen Hebel gibt, der wohl normalerweise dann von innen diesen Deckel, diesen Steindeckel wieder zumacht. Ja, der ist jetzt ab, ne? Der ist jetzt ab? Vielleicht wollt ihr Mr. Krabs sagen, dass er den wieder drauflegt? Es scheint wohl ein Mechanismus dahinter zu sein. Ja, dann würde ich ihn darum bitten, dass er den wieder drauflegt und ich sage dann Bescheid, wenn er nochmal runternehmen kann. Sehr, sehr gut, er hört dich, sagt, okay, ich warte hier auf euch. Jawohl, das finde ich gut. Danke. Und dann darf einer von euch mal eine Körperprobe machen, weil ihr entdeckt einen Hebel, den ihr... Ich ziehe da mal dran. Ich nicht. Macht ihr mal. Mhm, fünf. Mal. Dir gelingt es, den Hebel umzulegen. Wenn du das tust... würde wahrscheinlich normalerweise eben diese Platte verschlossen werden. Also du merkst, da ist am Anfang irgendwie so, da passiert nichts, obwohl da was passieren müsste, so in der Richtung, es rattert und knackt ein, aber dann passiert nichts. Und als du den Hebel dann ganz umgelegt hast und der Deckel dann sozusagen zu wäre, in dem Moment, wird das Wasser rausgesaugt aus diesem Raum. Wow, was ist das für ein geiler Mechanismus? Das ist halt eine Art Schleuse hier. Und sobald das Wasser dann komplett leer ist, seht ihr da noch eine Platte im Boden, wo ihr dann durchgehen könnt. Also wenn ihr sie halt öffnet. Dafür gibt es dann einen zweiten Hebel, den könnt ihr dann einfach umdrehen. Der ist auch nicht so schwer, weil das Wasser ist jetzt draußen. Und es öffnet sich eben diese Platte im Boden und es führt eine Wendeltreppe hinunter. Ey, ich sag euch, wenn da jetzt wieder so ein Kasper steht, der irgendwas will, ne? Lasst uns der Enrage folgen. Nein, alles gut, dann brauche ich ein paar Tropfen von der Flasche. Oder ein Stück von dem Blatt. Welches Blatt meinst du? Ich weiß nicht, von was du redest. Nee, nicht von der Wutpflanze. Das muss die haben wir ja auch gar nicht dabei. Ja, wer will denn? Dann gehe ich vor, komm. Ich gehe vor, komm. Ich habe schon lange nichts mehr betäubt. Geht die Wendeltreppe runter? Die Architektur und die Bauweise wirkt eben noch deutlich älter als das, was in Umberfol ist. Und da ist es ja auch schon irgendwie so für euch anders. Und das ist halt noch älter. Ihr könnt es schwer einordnen und ihr wisst auch nicht so genau, was da los ist. Und ihr geht diese Wendeltreppe runter und kommt in einen leeren Gang, der L-förmig ist. Ja, weiter. Nach rechts geht eine Tür weg. Nach links, also so leicht links vorne ist auch eine Tür. Die erste ist auf der rechten Seite? Ja. Dann erst in die rechte Tür, oder? Was sagt ihr? Ist näher, oder? Ja, eben. Hat jemand ein Schiff dabei, damit wir die Tür aufbekommen? Probier es einfach mal so. Wartet. Jetzt müssen wir mal selber nochmal gucken, tatsächlich. Der rechte ist der da. Ihr könnt diese Tür beiseite tun. Das ist eine runde Holztür. Und dahinter befindet sich ein Korridor, ein Gang, der erstmal sich nach links abbiegt. Ich laufe vorsichtig weiter. Wenn es irgendwo klackt am Boden, dann nehme ich einen Satz zurück. Nö. Es kommt ein Stückchen gerader Gang, ungefähr so 5 bis 10 Meter. Also sowas in die Richtung. Und dann biegt der Gang nochmal nach links ab. Mhm. Sonst 10 Meter gar nichts. An den Wänden sind nicht irgendwelche Porträts oder Wandteppiche oder sonst irgendwas. Du siehst tatsächlich... In dem breiten, geraden Korridorabschnitt sind wohl leuchtende, also Edelsteine an der Wand, die, als du vorbeigehst, kurz das Leuchten anfangen. Ich schaue verdächtig zu Bubatz zurück. Da ist nichts. Bei Bubatz, außer Bubatz. Außer er macht irgendwas. Das kann ich aber dann nicht sagen. Ich folge langsam. Welche Farbe leuchten die? Ja, die leuchten in einem ganz hellen Türkis, würdest du sagen. Ja, vielleicht ist es zu ähnlich wie der blaue Geschmack. Drehst du dich dann wieder um?
Vor dir tauchen drei kleine Nebelgestalten auf, die aussehen wie eine Mischung aus Pegasus und Seeschlange oder Seedrache. Hallo? Die reden nicht mit dir. Die schauen aus, als ob die Tür, die hinter ihnen ist, also die nach der linken Ecke kam, sozusagen bewachen würden. Wenn's Gliederfüßer sind, kann ich's probieren. Also wie gesagt, es ist halb Pegasus, halb Seeschlange. Eben, du kannst auch mit Vögeln reden, das sind doch so halbe Vögel. Ja, mit Vögeln kann ich auch reden. Ja, ich quatsch die mal an. Ja, aber die reden nicht. Unhöflich. Hey, wir gehen lieber mal näher vorgeht. Was? Wenn man näher rangeht, reagieren die irgendwie, wenn man da langsam weiter vorangehen? Erstmal nicht. Oh. Wenn du dann zu nahe kommst, würde die erste sich auf dich stürzen, klingt zu brutal. Die würde dich dann anfliegen. Ja, um das rauszufinden, musste ich ja schon ein Stück vorgehen. Ja. Ich wollte ja nur wissen, wie weit du vorgehen willst. Also wenn du dich langsam dann eben näherst, wird sich die vor dir ist, sozusagen, würde dich anfliegen. Mit Häubungsstrahl. Okay, kannst du machen. Die wollen meinen Hover. Und Hover kann natürlich auch was machen. Ich versuche die mit dem Stock von mir wegzudrücken. Könnt ihr beide machen? Also einmal Körperprobe, einmal halt Betäubungsstrahl. 31. Was? Zwei. Was? Ist zweimal explodiert. Okay. Und was hattest du, eine 2? 2. Also du holst mit deinem Stab aus und willst auf dieses, was auch immer es ist, einschlagen. Dein Stab trifft, aber gleitet so hindurch. Also es scheint eine Art wie Nebel zu sein. So eine wirkliche Nebelgestalt und dadurch halt, ja, es ist, du merkst einen kurzen Widerstand, aber halt keine Materie dahinter so in der Richtung. Der Betäubungsstrahl von Rainbow schlägt in dieses Wesen ein und es verpufft einfach. Ja, au. Ghostbusters. Und das Horn glüht, oder? Dein Horn? Ja. Wenn du das möchtest, dann glüht dein Horn. Au. Was soll das denn? Und aufgrund dessen, dass dieses Wesen einfach verpufft, verpuffen auch die anderen zwei einfach. Ja, so viel dazu, ne? Gehen wir weiter? Ja, könnt ihr? Das ist eine Tür. Das war viel zu leicht. Das war Magic, ja, aber das passt mir gerade ganz gut. Sorry. Ja, dann gucke ich, ob die Tür aufgeht. Ich stehe gerade hier vorne. Die Tür geht auf, ihr könnt die beiseite schieben. Nach innen, so. Wenn ihr reinkommt, seid ihr in einem etwas größeren Raum, der eine flache Decke hat. Dadurch wirkt er, weil die Wände so leicht schräg sind, wie so in einer Pyramide sozusagen. Also sehr seltsam. Da sind Steinbänke drin. Und vorne ist ein Schmelztiegel mit einem A-Cast. Ich guck noch mal zurück zu dem, was Rainbow da gerade gemacht hat. Irgendwie, ich bin da noch. Ich glaube, ich habe was versehen in W20 genommen anstatt in W12. Wahrscheinlich, weil 31 ist ziemlich hoch. Sonst geht es ja gar nicht. Ist mir gerade so aufgefallen. Naja, ist egal. Jetzt sind sie schon verpufft. Würde 19 immer noch reichen? Ja, 19 okay. Ist auch zu hoch. Bevor sich dann jemand in den Kommentaren beschwert. Dann sollen sie sich beschweren. Beschwerden hier unten. Hier. Aber lasst das Like da vorher. Ich möchte auf die Uhrzeit hinweisen, dass meine Kopfflächenkünste sehr eingeschränkt sind.
Also ihr seht hier einen Schmelztiegel, beziehungsweise ohne A-Cast in dem Fall. Einen leeren Schmelztiegel. Es ist spät. Einen leeren? Ja, ihr seht einen leeren. Ihr braucht aber den A-Cast nicht. Sprick hat euch ja gesagt, ihr könnt auch über den Schmelztiegel sozusagen euren A-Cast reinigen. Ja, ich klopp das Ding da rein. Ihr setzt euren A-Cast in den Schmelztiegel. Dank! Langt den A-Cast jemand an? Ja, das kann Bubatz machen. Jetzt bin ich dran, oder? Ich fass ihn an. Okay. Bin im Film drin. Du darfst gerne mal wieder eine Probe machen auf Geist. Easy, hab eine 8. Du hast eine 8? Also du erleidest keinen Schaden. Na klar nicht. Und es ertönt, also der A-Cast fängt an heller zu leuchten wieder, also wird ein bisschen heller, aber erstmal nur so ein ganz kleines bisschen, nicht vom Unterschied her so groß wie beim anderen. Und du hörst eine Stimme in deinem Kopf. Ich höre eine Stimme? Nur du, fasst ja nur du ihn an. Was sagt die Stimme mir? Was meine ich? Alle heißen es willkommen. Ob Horst, Nest, Höhle oder Bau. Es macht dich krank, wenn du dich weit entfernst, aber immer findet sich dein Herz darin. Ach, Bruder. Jo, der hat mir irgend so ein Rätsel gestellt. Ja, was denn? Ich hab keine Ahnung. Hab's vergessen. Erzähl doch mal. Ich hab's vergessen, das ist zu viel Text. Irgendwo, wo man sich mein Herz drin findet und wenn ich zu weit weggehe, dann bin ich traurig oder so. Yes. Und irgendwas deine Heimat, oder? Jo, das macht Sinn. Heimat ist richtig gut. Ja, ich glaube, Heimat ist die Lösung. Oder zu Hause oder so, ich weiß es nicht. Wollen Sie das wirklich einloggen? Wenn du sagst zu Hause, spricht die Stimme wieder zu dir. Sagt, dies ist die richtige Antwort. Zeitloses, endloses, uraltes Ding. Zu Hause Freunde wieder zusammenbringt. Wenn du das aussprichst, erhältst du einen Freundschaftsstein? Nur du? Der ist Minister dafür, dass er seinen Hirn vollstopft mit unnützem Wissen. Ja. Unnützt, also, du weißt nie, wann ich es noch brauchen kann. Stimmt, ja. Bist halt der Ammerfold Lore Master wirklich. Koryphäe, dann kannst du in der Bibliothek des Arbeiten anfangen. Mhm. Dann spricht die Stimme wieder zu dir. Das Wissen, das du brauchst. Der Tiegel verwandelt Wissen in Kristall. Doch so wird auch Ding zu Worteschwall. Und dann schwebt dieses, siehst du so ein Gesicht, was in der Wand schwebt. Das siehst aber auch nur du. Yo. Entschuldigung, das andere war das, was du brauchst. Das hat er eigentlich nur so gesagt. Ich glaube, es ist einfach echt schon zu spät. Also auf jeden Fall verschwindet dieses Gesicht. Du hast einen Freundschaftsstein gekriegt. Der A-Cast wird heller. Ist jetzt nicht mehr dunkelgrau, sondern hellgrau. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Ist jetzt hellgrau. Jo, ich glaube, ich habe den nächsten Zauberspruchteil, den wir brauchen, damit wir den Stein wieder heilen können. Ich hoffe, du kannst dir den auch merken. Das hoffe ich auch. Ich habe hier ein Buch dabei. Können wir es reinschreiben? Ja, schreib es doch mal rein, Bubert. Ich schreib das wieder Buch von Opa rein. Nee, ich hab nicht nur das Buch von Opa, ich habe noch ein einfaches Buch, mir Notizen zu machen. Da ich ja weiß, ich kann mir immer so, als würde er lesen. Nichts mehr, genau, ja. Das Buch von Opa ist mir zu kompliziert. Dann seid ihr hier fertig. Euer Stein leuchtet heller, grau. Da draußen war doch noch eine andere Tür. Ich muss noch alles looten. Ich brauche auch noch einen magischen Gegenstand. Oder was fürs magische Halsband. Pinky, überall war einer. Wenn hier jetzt keiner ist, dann bricht das hier die Reihe. Überall war ein magischer Gegenstand. Eine Abkürzung zum Spinnending. Was? Aus hier raus gibt es eine Abkürzung zum Spinnending? Vielleicht. Naja, wahrscheinlich nicht. Eine versteckte Abkürzung. Glaube ich kaum.
Wäre mir 3 Freundschaftspunkte wert. Komm, ich gehe nochmal raus in die andere Abzweigung. Bubert, du darfst erstmal noch einen Geistwurf machen. Noch einen? Ja, darfst noch einen Geistwurf machen. Eine 7. Du merkst, dass was in deiner Mähne hängt. Wie fühlt sich das an? Dieses leuchtende Gesicht ist auf dich zugeflogen und du hast irgendwie, das ist ja so wie in dich hineingeflogen. Oh nein, bin ich jetzt so wie Quirrell, dass jetzt hinter meinem Hinterkopf ein Gesicht rein drin hängt? Nein, der dunkle Lord im Hinterkopf. Oh nein, ich bin verflucht. Nein, guck so die Dreadlocks raus ab und zu. Du merkst, die ist nur jetzt im Nachhinein, weil du bist ja immer so entspannt und es dauert manchmal bei dir ein bisschen länger, dass dein eines Haar sich halt, also deine eine Dreadlock-Strähne sich irgendwie schwerer anfühlt. Kann ich die so nehmen und mir angucken? Ja, da hängt ein kleiner bernsteinfarbener Kristall drin fest. Der hat sich da verkeilt wohl. Wow. Leuchtet der? Ja, der leuchtet. Leicht. Also. Ich leck ihn ab. Er schmeckt nach Zitrone. Und macht er sonst irgendwas außer lecker schmecken? Ja, du merkst eine ähnliche und doch ganz andere Magie wie bei den Arcast. Aber klebt der da drin oder was macht der bei den Haaren? Naja, der wäre wohl auf den Boden gefallen, ist aber in deinem Haar hängen geblieben halt. Ah, dann nehme ich ihn rauf und stecke ihn in meine Tasche. Kannst du machen. Also wie gesagt, du merkst wirklich diese gleiche Art der Magie von einem Arcast, also dieses Speichern von Wissen und sowas, aber eben wie als ob das umgekehrt wäre. Es hat mir Wissen rausgezogen? Nein, es hat dir gar nichts gemacht, sondern nur du merkst das, weißt schon, so, du spürst das einfach nur. Dass das irgendwie andersrum sozusagen ist, dieser Stein. Aber das erkläre ich euch dann noch off-time, was das ist genau. Der zeichnet gerade auf. Der zeichnet gerade auf. Wer zeichnet auf? Der kleine Anti-Arcast. Ach so. Ja, genau, das ist eine Spy-Drone. Nein, es ist alles gut. Ihr habt den Stein dabei und Rainy, du wolltest aus dem Raum wieder raus. Ja, ich wollte nochmal in den anderen Raum. Kann ja jetzt sein, dass hier nichts ist. In dem anderen Raum. Die Tür schräg links vorne, die öffnest ja, du. Ja. Die kannst du öffnen. Du befindest dich... Auch ohne Schiff? Ja, auch ohne Schiff. Du musst diesmal kein Schiff, kein Flugzeug, kein, was weiß ich, Wagen an die Tür werfen. Du kannst die Tür einfach aufmachen. Auch hier ist die Tür nämlich ein bisschen alt schon inzwischen. Also scheint schon sehr lange verlassen zu sein, dieser Tempel. Und du kommst rein und siehst eine Kiste und einen Kleiderschrank und ein Sofa und ein Bücherregal. Also sowas wie ein Sofa, so ein Sitzmöbel halt. Ich schaue es mir mal genauer an. Ja. Hey Rainbow. Ja. Wäre das nicht die ideale Wohnung für dich hier? Ja, irgendwie schon, oder? Wir könnten uns hier mal zum Turner- und Trollenspiel treffen. Ja, hier kann auch keiner uns ablenken. Außer vielleicht Mr. Krabs, aber der war cool. Hier kommt kein Drache rein. Nee. Das heißt, hier hat wahrscheinlich mal jemand gewohnt, so wie das hier aussieht, oder wie? Ja, also könnte jemand gewohnt haben. Also es wirkt so wie so ein Ankleideraum. Wenn ihr euch umschaut, seht ihr, dass in dem Bücherregal so Papiere liegen noch und könnt, also ihr seht, dass die Sprache irgendwie nicht eure Sprache ist. Also so gar nicht. Ihr könnt es nicht auf dem ersten Moment lesen, aber... Wenn ihr euch das wirklich genauer anschaut, dann könnt ihr einen Satz in Ponysprache entdecken in dem ganzen Gewusel von Zetteln und was da so rumliegt. Okay, und was besagt der? Was völlig irrelevant ist jetzt, weil ihr den Arcast ja schon gereinigt habt. Aber suche nach der richtigen Antwort, um Hilfe zu erhalten. Die Geheimnisse des Schmelztiegels liegen im Herzen von allen.
Und ihr seht auch in dem Raum, der Raum ist seltsam gut erhalten für den Korridor und wie lange dieser Tempel schon verlassen sein muss. Die Möbel sehen relativ gut aus. Ich würde gern auf Geist würfeln, ob ich hier zufällig Spuren von rotem Fell finde. Roten Bar, wie auch immer. Dann würfel. 7. Du findest nichts, was auf ein rotes Pony hinweist. Ach, der Altair, die Bitch war hier. Aber die Truhe sieht seltsam aus. Dann machen wir die doch mal auf. Du machst die Truhe auf? Mhm. Die Truhe schnappt nach dir. Oh nein, ein Mimic. Ja. Ich lege das Halsband an. Wo? Klar, so eine Haustier-Mimik ist doch voll cool. Also wie groß ist die Truhe? Die Truhe ist schon, also eine echte Truhe halt. Also was für ein Pony eine Truhe wäre, wo sie Klamotten reinlegen könnte. Okay, ich zuck erstmal zusammen. Oh shit, Mann, die beißt. Ihr seht jetzt... Strahl. Mach doch die Tür zu und fertig. Komm raus, Tür zu, fertig. Geh mal einfach. Nein, Mann, das ist wie bei Muscheln, die haben eine Perle drin. Zwicken auf. 5. 5? Mhm. Warte. Warte, was hat die W8? Oh, ich habe eine 7 gewürfelt. Oh, Mann. Hilft nicht. Sie schnappt weiter nach dir und. Ich gebe 2 Freundschaftssteine aus. Okay. Dann schießt du den Betäubungsstrahl auf die Mimikkiste, auf die Truhe und ihr Deckel fällt zu und sie ist betäubt. Dann gehe ich rüber und klappe ihr den Deckel mal auf. Da steht nicht, dass da was drin ist. Schade. Warte mal, ich schau mal nochmal durch. Ja, Rainbow, was passiert, wenn wir uns da reinsetzen? Wahrscheinlich verdaut die dich dann irgendwie. Ja, also da ist nichts drin in der Mimik, außer Mundgeruch vielleicht. Ich tröpfel was von meinem orangenen Saft in diese Truhe. Mhm. Was soll schon passieren? Ja, jetzt gerade passiert tatsächlich nichts. Sie ist ja betäubt. Und du hast jetzt mal den Innenraum eines Mimik gesehen. Und der Mimik, wenn er wieder nicht mehr betäubt ist, wird gut gelaunt sein. Wollt ihr noch was machen? Damit? Ja, wir schleifen den raus ins Wasser. Den Mimik? Mhm. Okay. Wieso? Okay. Ja, Mr. Krabs ein Freund, der ist so einsam, hat er vorhin gemeint, oder? Könnte funktionieren. Damit werden wir nächste Woche. Genau, werden wir am Ende von Folge Nummer 5. Und wie das Ganze weitergeht, seht ihr nächste Woche. Bis dann, habt eine gute Zeit, macht's gut. Ciao.